Hallo und willkommen zurück in Adania. Heute schauen wir uns das nächste Grundstück an und mit von der Partie ist Buddy, der sich gerade hoch auf den Baum verzogen hat. Okay, gut. Ich würde sagen, gehen wir direkt mal in die Zufallsmaschine. Ja, so. Hier sind jetzt wirklich nur die Portale drin, die noch nicht gezogen wurden. Wer das auch mal ausprobieren möchte, unter freihack.de/Zufallsmaschine findet ihr das gute Teil hier und da könnt ihr euch auch die ganzen Adania-Portale hier reinladen und dann das Ganze, was ich hier mache, auch mal nachspielen. So, ich würde sagen, Zufallsgenerator, go! 19. Portal 19. Da fliegen wir heute hin. So und so. Gehen wir wieder in die richtige Ansicht. So, Buddy, wir sind soweit, ne? Ja. Portal 19. Ich glaube, da müssen wir auch nicht lang suchen. Ich meine, letztes Mal, ja, ist late. Ja, okay. Portal 19, hier. Portal, war das hier schon irgendwo? So. Portal 16, 15, okay, eins hoch. Na, nicht lange suchen, aber ein bisschen suchen. 67, oh, eins runter. Ach, und natürlich, natürlich. Sorry, Buddy. Ach, ich lerne es auch nie, ne? Ah, yes, es ist ein komplizierter Kerl, hier ist alles nicht zu fassen. Okay, Portal 18 und 17. 19. 19! Mirko zockt 1. Oder Mirko zockt die. Gut, Mirko zockt, Portal 19, da geht's jetzt rein. Ui! Und wir sind in einer mittelalterlichen Stadt gelandet. Der erste Eindruck, hier ist jetzt nicht ganz so pompös. Der Spawnpoint hier ist ja recht einfach gehalten, würde ich sagen. Das kennt man sonst eigentlich anders. Also zum einen, positiv ist auf jeden Fall, das hier ist so durchgängig. Also man fühlt sich, als wäre man irgendwo in einer fertigen Stadt. Hier fehlt, glaube ich, nicht wirklich was. Die Art und Weise, wie hier gebaut wird, ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, also ist mir ein bisschen zu einseitig. Ja. Ui, hier geht's. Oieieiei, okay, hier geht's mal richtig ab. Also ich würde fast behaupten, dass da hinten ist ein anderer Spieler. Das passt so gar nicht zu diesem Baustil hier. Aber wir können mal gucken. Grundstücksprüfer. Wie war das? So. Das hier ist Mirko zockt. Mirko zockt die. Dann gehen wir runter, gucken, ob das auch noch Mirko zockt ist. Mirko zockt. Mirko zockt. Geht das so nicht? Muss ich das hier auf. Krass. Rechte Maus? Rechte Maus, das sagen wir das. Miss. Okay, Mirko zockt. Immer noch Mirko zockt. Das ist alles Mirko zockt. Oh. Okay, es laggt ein bisschen, aber das da hinten, also das hier, wenn man sich jetzt mal diese Bauweise hier anschaut, von diesem Turm dort, ja, im Vergleich zu dem da hinten, was recht einfach gehalten ist, also da ist keinerlei Tiefe drin, sondern einfach nur nach oben gebaut. Und das Ding da hinten, das ist Wahnsinn, sogar mit richtigem Feuer. Ich glaube, ich habe mich gerade in diesen Turm verliebt. Tja, so fühlt sich also wahre Liebe an. Oh. Buddy. Wofür habe ich dich dabei? Ich hasse Spinnen. Mach es weg. Guck dir das an. Das ist der Wahnsinn. Was für ein Turm. Mensch. Wie gut kann denn sowas aussehen? Ach. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal wirklich schnell und leicht ins Schwärmen gerate, aber jetzt gerade, oh Mann. Fliegen müsste man können. Ne, kann ich nicht. Da müssen wir auf jeden Fall mal reingehen. Also, was ich hier jetzt erstmal wirklich schön finde, ist hier alles mit diesen Hecken eingezäunt so ein bisschen. Tausendmal besser als einfach nur Zäune. Ja, die Zäune halten vielleicht die Mobs fern, aber dafür finde ich sie einfach nicht hübsch. Das da hinten ist auch interessant. Gehen wir gleich mal hin. Aber erstmal das Teil hier, ne? Hier wohnt ML Legolas. Also MLG Legolas wahrscheinlich. Ja, Wahnsinn, da hat's jemand drauf. Allein der Boden, ne? Das ist einfach mutig.
Wenn man sowas hier baut, denkt man sich erst einmal, das kann doch nicht passen. Man setzt diese Stücke Klötze hier aneinander und denkt sich, das ist doch hässlich wie Sau. Aber nein, es funktioniert. Im Endeffekt funktioniert... Ach, oh Gott. Okay, schwebend. Also ich finde es schön. Es ist wieder außergewöhnlich. Lift down und lift up. Ich würde sagen, oh Gott, lift up. Diesen Lift. Hui. Dann haben wir direkt den richtigen Lift erwischt, ha? Meine Güte, da will man nicht runterfallen. Okay, wow. Was haben wir denn da? Ist das irgendwas Geheimes? Ist das der Aufstieg zum Dach? Oder Abstieg? Na, hier ist wahrscheinlich was für Mutige. Da runterspringen und ins Wasser treffen. Wow. Ach, das ist bestimmt einfach eine große Farm. Bin ich mal gespannt. Da die große chinesische Mauer. Ich weiß nicht, die wird wahrscheinlich, oder? Ist es jetzt gecuttet? Hört die da echt auf? Oder geht die da so hoch und dann da hinten her? Also ich finde das hier, das Grundstück ist echt gut. Ist sehr raffiniert bebaut, würde ich sagen. So. Mal schauen, dass wir wieder irgendwie da vorne reinkommen. Ist hier irgendwas Geheimes? Kommt man hier? Ja, hier kommt man auch gut. Gott sei Dank. So, dann geht es hier wieder runter und hier vorne mal hoch. Ich schätze mal, ja, jetzt sind wir drin im Turm. Das sieht auch klasse aus. Also, dass die Türen hier so grundsätzlich zu sind. Ach. Das geht? Ach, weil ich mit dem Papier drauf geklickt habe. Ach so. Das Feuer, das stimmt, das passt. Ah, hier kann man sich auch so ein bisschen was abgucken. Das ist jetzt mehrschichtig, dann hier auch mit dieser Kabelmauer. Okay. Lift down, lift up, also geht es weiter hoch, machen wir alles wieder zu. Aha, hier wird verzaubert, sehr schön. Wo ist er, der Vogel? Vielleicht weiter oben? Da, hier sind die Vögel. Ach, der Weihnachtsvogel ist hier. Noch ein Weihnachtsvogel. Und ja. Ach, grelles Licht. Schöne Aussicht. Was ist das da hinten? So eine kleine Anlegestelle oder soll das eine Brücke werden? Oder ist das vielleicht schon eine Brücke? Nee, ist das keine Brücke, da hört's auf. Oh, hier kann man es nicht so gut sehen. Okay. Ah, hier sieht man es nochmal. Also das da hinten, da fehlt einfach Tiefe, ne? Oh, da ist ein Boot. Oder ein Schiff ist das. Ja, da müssen wir auch mal hingehen. Mühle, wieder das übliche Prinzip. Aber auch schön hier mit diesem Rundlauf. Ist ganz, ganz toll, finde ich super. Okay, weiter hoch. Lift down und lift up. So, okay. Ah, hier wurde der ganze Weihnachtskram so ein bisschen aufgeteilt. Warum auch nicht? Okay, Aussicht ist immer noch dieselbe. Lift down. Das war's. Und das hier war die Klappe von eben, glaube ich. Ja, das war sie. Die ich nicht aufbekommen hatte, weil ich das Papier in der Hand hatte. Okay, dann mal wieder runter. Das war der Turm. So. Lift down. Ah, okay. Lift down. Und so raus. Schick. Also der Turm gefällt mir. Ganz großes Kino. Super. Auch das Dach, ne? Die Dachform, das ist richtig schick. Wir werden geboostet. Mal schauen, wo sind wir? Immer noch richtig? Ja, Mirko zockt. Ah, oh, Villager. I see. Wo geht's denn da rein? Da hinten wahrscheinlich? Nee, ich übersehe immer sehr gerne dieses Türchen. Das sieht alles so gleich aus. Hier? Nö. Beacons? Hallo? Okay.
geht es nirgendwo rein. Aber das ist natürlich auch so ein tolles Prinzip. Wenn ich ganz ehrlich bin, das war so mein erster Gedanke, als ich dachte, ich baue so ein Villager-Dorf. Einfach die Häuschen genau so hier alle nebeneinander zu packen. Aber muss rüber in die Eventwelt. Ich grüße meine Familie wieder. Also Buddy grüßt wieder seine Familie. Ist klar, Buddy, geh mal. Okidoki. Ich hoffe, das hat er jetzt noch gelesen. Ja, hier kommt man nicht rein. Das gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung, vielleicht da hinten? Mensch, was haben wir denn hier? Oh, ist das ein Pilzbiom oder? Ja, krass. Die scheinen wohl sehr selten zu sein hier. Also ist das schon was Besonderes. Oh, Jump Boost auch noch. Ah, Jump Boost. Vielleicht kann man so rüber. Ui, was haben wir denn hier? Ja, nicht so. Das geht so nicht. Die stehen genau alle hier auf dieser Klappe, ne? Die werde ich jetzt nicht öffnen. Da wären wir nicht glücklich mit. So. Da kann ich denn hier nicht irgendwo? Da komme ich nicht rüber. Mensch. Hier komme ich aber rüber. Ich will da mal gucken, was hier so abgeht. Hi, Manners. Was bist du? Toolsmith? Mhm. Nein. Kartograf? Ja. Sinnig? Nee. Ach Gottchen. Ja, die sind aber nicht sehr weit, ne? Wurde noch nicht viel mit denen gehandelt. Okay. Ihr vermehrt euch wahrscheinlich noch weiter. Ich meine, ihr habt hier mehr als genug Möglichkeiten. Essen gibt's auch, also. Hier gibt's. Nein, hab ich das kaputt gemacht? Nee. Hier gibt's keine Ausreden. Ein paar Hühner. Schick. Und das hier? Wow. Holy. Ich vermute mal, das alles wurde mit der bloßen Hand ausgebuddelt. Oh, gosh. Gosh. Also hier darf jetzt nicht irgendwo ein Fenster fehlen. Oh Mann, was für eine Arbeit. Ah, hier kann man besser reingucken. Nee, ach, hier ist noch ein Lager und... Wahnsinn. Hier geht's aber bestimmt irgendwo rein, ne? Ja, hier. Wow. Das ist doch Wahnsinn. Boah, nicht runterfallen. Okay. Na, das auszubuddeln, das dauert bestimmt ein paar Wochen. Meine Güte. Ist hier denn schon irgendwas drin? Da vorne sehe ich ein paar Schienen. Da hinten so ein blauer Schimmel. Schimmer. Aber ich glaube, das ist einfach normal. Mit dem Shader. Ha, okay. Krass. Was hier wohl hinkommt? Was hier wohl hinkommt? Na gut. Mal schauen. Irgendwann kehren wir zurück. Schauen wir uns das mal an. Ja, das Kistensystem klassisch einfach hier alles hingeklatscht. Soll ja aber auch wahrscheinlich nicht gut aussehen, sondern einfach nur funktionell sein. Ebenso wie die Brenner. Ein Bettchen auch noch. Gut, okay. Gehen wir mal schnell zum Hafen. Der ist ja nicht so groß. Eine Brücke wird das hier wahrscheinlich nicht, sondern es ist wirklich nur eine Anlegestelle. Auch wieder mit Kisten. Für den Handel. Ist das denn eine Ruine? Ah, hinten war ja noch irgendwo ein Boot, ne? Ich glaube, da hinten. Ja, die Windmühle auch nochmal ganz schnell nochmal einen Blick drauf erhaschen. Sowas interessiert mich ja doch immer wieder. Ich weiß nicht warum, aber Windmühlen haben irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas Besonderes. Die sind immer, ich weiß nicht, die fehlen auch selten. Jeder will immer irgendwie eine Windmühle haben. Ja, das hat aber immer schon seinen Grund. Es hat auch einen tollen Flair. Und das Ding hier, also die Farbgebung ist klasse. Perfekt, kann man kaum besser machen. Das ist eine winzig kleine Mühle, aber top. Mal gucken, wie sie von innen aussieht. Ja, viel Platz ist nicht. Ja, aber fantastisch. Reicht doch. Geht sogar ganz nach oben. Ein bisschen Trickserei, aber man kommt echt nach oben. Also man braucht keine Schilder. Mhm, hier die
die Räder hier aus Holz. Naja. Man weiß nicht, was man davon halten soll. Zum einen ist es natürlich beeindruckend, dann hier so eine große Staumauer, aber irgendwie ist das sehr unrealistisch. Irgendwie wirkt das nicht so gut. Irgendwas müsste da mit dieser Mauer noch passieren. Und auch mit den Dingern hier. Aber das Schiff da hinten, das will ich mir jetzt ansehen. So ein Schiff ist ja immer wirklich sehr übel zu bauen. Das traue ich mir eigentlich nicht zu. Ah, hier können wir so rumlaufen. So. Habe ich jetzt kaputt gemacht? Nee, ich kann keine Felder hier kaputt machen, glaube ich. Als Gast geht das nicht. So. Da unten haben wir... Die Schiffe sind sogar mehrere. Da wäre sogar ein Weg gewesen. Ah, wir gehen den unkonventionellen Weg. Das Problem an so Schiffen ist auch, von weiter weg sehen die immer viel besser aus, als wenn man da so nah dran ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es von innen ausschaut. Konnte ja eben nur so ganz zart ein bisschen reingucken. Aber ich finde, hier fehlen so ein paar Slabs oder so, ein paar Treppen, um das Ganze ein bisschen smoother zu machen. Ah, so ein Boot ist auch wirklich schwer zu bauen. Also ich würde es ganz sicher nicht besser bauen als das hier. Also von daher... Naja. Besser als keins. Aha. Das finde ich natürlich auch immer ganz gut, wenn man durch die Mauern laufen kann. Dann sind die Mauern nicht nur einfach so ein Schandfleck irgendwo. Oh, und die ist einfach dicht, ne? Man sollte natürlich auch irgendwo rauskommen können dann wieder. Oh Mann. Dann sind die Mauern nicht nur so ein Schandfleck, sondern haben auch direkt eine Funktion, und zwar den eines Weges. Und ist ja schon so ein bisschen geheimgangmäßig. Da laufe ich jetzt nicht mehr her. Wer weiß, ob ich da nicht mehr rauskomme. Gehen wir mal da hoch. Ich meine, jetzt haben wir uns hier soweit mal alles angeschaut. Da vorne das Haus finde ich noch sehr schön mit dem Dach. Das mal anschauen. Das Haus hier. Ich würde mal sagen, da hat jemand geübt. Wer war das? Gebaut von MLG Legolas. Hm? Derselbe, der das Ding da gebaut hat? Diesen Hammerturm? Also wenn das hier die Übung war, ja, dann hat er sich hier an dem Ding direkt zum Meister hochgearbeitet. Und dann damit begonnen, weil das Ding sieht natürlich wirklich Hammer aus, ne? So, bin auch geschwärmt. Das reicht. Sie nenne ich zum Schwärmen hier. Sondern zum Anschauen. Ja, da sind mir hier diese Träger ein bisschen zu verkümmert geraten. Das Haus steht hier oben. Das ist halt schwierig. Ne? Jetzt sind hier so zwei Blöcke nach außen gegangen. Oder ist nach außen gegangen worden. Tun sollen. Aber das... Was? Wo? Aber das sieht nicht so gut aus, ne, wegen diesen, weil die hier so, die sind zu verkümmert. Das wirkt nicht so gut. Naja. Jetzt bin ich abgelenkt von den Viechern. Ach, da oben drin! Autsch! Ach, Vogel, nicht in den Weg stellen. Nicht in den Weg stellen. Oh nein, kleiner Zombie, schnell weg! So, also, wir waren jetzt da hinten drin, Villager, wir haben uns diesen Turm angeschaut, da hinten waren wir jetzt nicht an der kleinen Brücke, aber da können wir noch ganz kurz hingehen. Dann gehen wir nochmal zurück und ich glaube, dann haben wir das Allermeiste gesehen. Hier ist doch ein anderes, mir kurz zockt, hier ist doch auch wieder so ein Portal. Ist das deaktiv? Das will ich jetzt nicht testen. Merkwürdig. So, was haben wir hier? Hier kann man etwas spenden, wenn man möchte. Gut. Ich habe das geworfen, oder? Ich werfe das? Jetzt habe ich es geworfen, okay. Gut, hier sowas zu spenden ist auch doof, obwohl die ist echt noch ziemlich ganz. Eine goldene Leggings? Ne, erstmal keinen Sinn. Also, das ist doch bescheuert. Nee, Müll werfen da nicht rein. So, was haben wir hier? Ja, Spenden. Infotafel. Jetzt lesen wir sie. Alles, was hier gebaut wurde, gehört Ezion 02 und Mirko Zocki. Also Mirko Zockt 1. Momentan benötigen wir Ziegelsteine, Ziegel oder Tonklumpen. Gezeichnet Mirko, Mitbauer Ezion 02 und Juju 2211. Okay.
Hier stehen sie. Sehr lässig. Den Holzstöcken. Taktstöcke wahrscheinlich. Das ist, lass mich raten, Mirko? Oh, da verschwinden sie, wenn man ein bisschen runterguckt. Ja, okay. Erbauerin Juju 221. Eins, danke, sagt Mirko. Mhm. Gut, sehr hübsch. Okay. Hm. Erfahrung, Leder und so weiter. Das Ganze getrennt mit diesen hier, mit Redstone-Blöcken. Tja, wenn man es hat, ne? Okay, gut. Viel ist nicht, Dach fehlt auch. Das ist aber ganz nett. Also das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn man jetzt hier landen würde. Und man würde das erstmal hier sehen. Man würde sehen, wem das alles hier gehört. Schön mit Kopf, warum nicht? Ist gut. Kleine Spendenkiste ist niemals unverschämt. Das ist immer gut. Als Gast muss man immer irgendwas mitbringen, dem Gastgeber. Und so hat man die Möglichkeit, da mal was reinzuwerfen. Ja, das finde ich klasse. Und da hinten ist eine Spinne. Wo wollten wir noch hin? Mal ganz kurz hoch, noch mal hinten gucken, ob in die andere Richtung noch irgendwas ist. Ich vermute schon. Das Grundstück ist ja auch recht riesig. Oh, ich muss dringend essen. Oh, super. Wie schnell das geht. Ein paar richtigen Koteletts. Sind die Keulen schnell gefüllt. So, also vom Lichtlevel her finde ich das hier schon mal ganz interessant. Was ist das hier? Mhm. Ein Altar? Wirklich jetzt? Ist das ein Altar? Oh ne, ein Thron. Kein Altar, Thron. So, und dann steht man hier. Naja, okay. Und dann geht's dann nochmal hoch. Da brauchen wir jetzt nicht hochgehen. Was haben wir noch? Hier sind die Stadtmauern. Mal gucken, da draußen ist wahrscheinlich nichts mehr, aber gucken wir ganz kurz nochmal. Gaststätte zum Bärenhunger. Oh, ich liebe Gaststätten. Das ist so, das muss immer irgendwie da sein, ne? So eine Mühle, dann am besten noch das Konterfei von dem Besitzer oder den Besitzern. Eine Ansage, kurz Hallo, eine Spendenkiste, eine ordentliche Schenke, wo man einkehren kann und dann vielleicht auch ein paar Drinks bekommt, vielleicht sogar gratis. Hier können wir uns nichts rausholen. Nee, hier kriegen wir nichts. Ist doch niemand da, der uns bedient. Trotzdem, gemütlich muss so eine Schenke dann einfach sein. Das ist schön. Und dann fühlt sich auch jeder Besucher direkt wohl. So, jetzt gucken wir hier nochmal raus. Was gibt's hier noch? Nischt, ein Schaf. Das Wachschaf. Bewacht dieses Land vor den einkehrenden Ork-Truppen aus dieser Richtung. Das ist Westen. Was haben wir hier? Musste intervenieren, bitte auf Tunnelbau ausweichen. Verschandelt auch die Welt nicht. Fox. Ah, okay. Tunnelbau. Also Fox hat das hier... Super. Stil echt direkt mit Spinnweben. Hat er das enthässlicht. Ach, muss man jetzt hier hochhuppen? Mensch. Jetzt würde ich hier Treppen nicht gereicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie anstrengend. Das kann ich gleich schon wieder essen. Ja. Ah, gleich oben. Ah, so. Okay. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Wenn nicht irgendwas unglaublich Spannendes, ganz Tolles, großartig, also das Highlight dieses Grundstücks, nicht gezeigt habe, wenn ich es jetzt nicht gesehen habe, dann könnt ihr euch ja bei mir melden und dann komme ich gerne so nochmal vorbei und schaue nochmal. Klar, sowas darf auch nie fehlen, ne? Ach, dem ist schon der Kopf auf... Ach so, der ist schon weg. Oh, übel. Gut, dann würde ich sagen, toll, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.